Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Heute ist Samstag, der 13.11.2010. Und ja, ich habe die Freude, euch heute mal was zu erzählen. Der Hintergrund ist, dass es vor ein paar Wochen, da gab es eine Nachricht von Thomas, dass es ein Buchprojekt gibt von einer Schwester Chan Huyen. Die ist eine Schwester in den USA. Und die ruft auf, dass man einen Artikel schreiben möchte für ein Buch, wo sie Erfahrung sammeln möchten von Menschen, denen die Lehre von Thay ja das Leben verändert hat. Und das Titel ist eben, oder der Titel von dem Buch wird sein, wie Thays Lehre mein Leben beeinflusst hat. Und wie ich das gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist genau das. Und habe gleich mal angefangen zu schreiben und habe den ersten Entwurf mir so ein bisschen rumgeschickt, unter anderem eben auch an die Ilona. Und noch Feedback gefragt eben. Und da hat mich die Ilona gebeten, ja, könntest du nicht hier mal an einem Tag der Achtsamkeit mal was erzählen drüber? Ja, dachte ich, ja, warum nicht? Ja, also wie Thays Lehre mein Leben beeinflusst hat. Los geht's. 1990, also vor 20 Jahren, ja, da ging's los. Zu dem Zeitpunkt war ich noch verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Es war meine große Liebe. Ich hatte einen ja, frisch geborenen Sohn, also mit 2 Jahren. Es war unheimlich schön, wenn ich abends heimgekommen bin und reden konnte er noch nicht, aber der ist mir entgegengekommen, hat mich umarmt und hat mich angestrahlt. Wunderschön. Wir haben ja haben in einer Eigentumswohnung gewohnt, einen BMW haben wir gehabt vor der Tür. Hat eigentlich alles gepasst, was man sich so vorstellt. Ja, bloß war leider war schon Sand im Getriebe, wie man so schön sagt. Also es war nicht alles so, wie ich es mir vielleicht gedacht habe. Und es ging dann auch ganz plötzlich, wie meine Frau dann ausgezogen ist. Ja, wie sie mich verlassen hat. Also das war einfach damals so der Eindruck. Da war sie weg, meine große Liebe war weg. Sie hat natürlich auch das Auto mitgenommen, den Sohn sowieso. Wenn ich abends heimgekommen bin, war niemand mehr da, der mich in den Arm nimmt. Und das war die absolute Katastrophe damals. Ja, das Leben hat jeden Sinn verloren. Speziell Freitag, wenn ich so nach der Arbeit heimgekommen bin, war das wie so ein schwarzes Loch, wo ich reinfall und ja, habe nicht gewusst, was ich machen soll. Unter der Woche ging es noch halbwegs, solange ich in der Arbeit war. Da war viel Stress und die Kollegen und die Kunden haben angerufen. Jeder wollte was haben von mir. Dann war ich abgelenkt. Das war gut. Zumindest zum Verdrängen. Aber wenn ich dann heimgekommen bin abends, dann ging es halt los. Dann kamen die ganzen ja, Gedanken, die so kreisen im Kopf. Ich bin ein schlechter Vater, ich bin ein schlechter Ehemann. Warum muss mir das passieren? Warum hat sie mir das angetan? Und immer wieder die gleichen Gedanken, die so im Kopf rumkreisen. Ja, ich habe geschrieben, die 2 A's und ein S kommt eigentlich noch dazu. Also es war einmal die Arbeit, wo ich versucht habe, das Ganze zu verdrängen. Dann auch mit Alkohol. Also Bier habe ich viel getrunken. Das hat kurzzeitig so den Schmerz verdrängt und auch die schlechten Gedanken, aber natürlich am nächsten Tag kam es dann umso stärker wieder. Süßigkeiten habe ich auch recht viel gegessen. Das war eh immer schon mal Schwäche und ist auch heute noch gerecht so. Und ja, so hat er dann eins zum anderen geführt. Also ich habe danach zugenommen, bin immer dicker geworden. Ich habe irgendwo gleich mit 80 Kilo war ich da zu der Zeit. Irgendwann war ich auf 105 Kilo. Das ist jetzt unvorstellbar, wenn ich mir das denke, so 25 Kilo mehr mit sich rumschleppen. Haben wir natürlich auch die Knie haben dann langsam Probleme gemacht. Also speziell das linke Knie. Beim Gehen hat das wehgetan, beim Autofahren, sogar beim Kuppeln. Und nach einiger Zeit auch noch die Bandscheiben. Der Arzt hat auch lapidar gesagt, ja, sie sollten abnehmen. Ja. Ja, klar, das Körpergewicht, das drückt noch und viel gearbeitet, viel gesessen vor dem Computer und wahrscheinlich auch noch in einer verkrampften Haltung.
Und ja, dann kommt eins zum anderen, dann tun die Knie weh und die Bandscheibe tut weh und dann isst man noch mehr und trinkt noch mehr. Und ja, mit meiner Ex-Frau, wie wir dann getrennt gelebt haben, gab es auch ja, mehr Streit wie sonst was. Jetzt zweite Wochenende konnte ich meinen Sohn zumindest sehen, der war bei mir. Aber auch das war auch nicht so harmonisch, wie man sich es vielleicht vorstellen oder wünschen könnte. Ich war recht ungeduldig zu der Zeit und mein Sohn war genau das Gegenteil. Er war sehr langsam, sehr achtsam, würde man heute sagen. Und also das gab ständig Reibereien. Und eigentlich, wenn ich mir immer gedacht habe, du solltest dich doch jetzt freuen, wenn dein Sohn bei dir ist, dann habe ich ihn wieder kritisiert, jetzt mach doch schneller und jetzt beeil dich doch. Und also es war alles ausweglos. Ja. Ich habe dann sogar, weil ich doch Hilfe gesucht habe, habe ich dann mal in die Bibel geschaut. Also ich habe sie mitgebracht, das ist noch meine Originalbibel aus der Schulzeit. Das war schon ein bisschen abgegriffen, aber das war sie damals. Und ich dachte, ich lese da mal das durch, was so der Jesus geschrieben hat, das Neue Testament. Ich habe damals bei dem von Matthäus habe ich angefangen. Ja, und da bin ich auf ein Zitat gestoßen. Das ist dann auch so eine Begleitung geworden durch mein weiteres Leben. Das möchte ich gerne vorlesen. Und zwar ist das Matthäus Kapitel 5. Abschnitt, oder wie man da sagt, 43. Liebe ohne Schranken. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben. Levitikus 19,18. Und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, und wie ich das dann gelesen habe, ich habe gehofft, da Hilfe zu finden. Ich habe dann auch noch weiter gelesen, das Neue Testament, auch die anderen noch durch. Und also mir war natürlich ganz klar, wenn der Jesus sagt, liebet eure Feinde, dass er da meine Ex-Frau meint damit. Und zu der Zeit, also ich war voller Hass und Ärger und dann schreibt er, ich soll sie lieben. Und habe auch weitergesucht und nichts gefunden in der Bibel, was mir jetzt gesagt hätte, ja, wie ich das machen könnte, also wie ich das erreichen könnte. Ich selber bin ja Diplom-Ingenieur und Ingenieure denken immer sehr praktisch. Und da gibt es immer irgendwie eine Anleitung oder irgendwie 1, 2, 3, 4. Und nach sowas habe ich gesucht, aber eben nicht gefunden. Ja, so gingen die Jahre dahin. Der nächste Meilenstein, so ein kleiner Meilenstein, war dann so im Jahr 95. Da hat mir ein Kollege empfohlen, ein Buch über Lama Anagarika Govinda, also von dem war das Buch. Ich habe dann später erfahren, das war der erste Lehrer von unserem lieben Karl Schmid. Ja, das Buch war so recht interessant, das hat geheißen Der Weg der weißen Wolken. Ich habe das durchgelesen. War spannend und irgendwie interessant, aber ich habe kaum was verstanden, was er da geschrieben hat und habe mir auch nicht sehr viel weitergeholfen. Ich habe auch schon immer mehr gemerkt, dass diese beiden A's, also Arbeit und Alkohol, dass das nicht das Wahre ist, dass es mir immer schlechter geht dadurch. Ja, und ich habe gesucht, was könnte man machen. Ich bin dann Stammkunde geworden beim Hugendubel. Das ist eine große Bücherei in München und hier im PEP, in Neuperlach. Ja, ist da ein bisschen weg. Da war eine Filiale, wo ich sehr oft drin war. Ich habe da viele so Selbsthilfebücher gelesen. Und da war eins speziell, da hat es geheißen,
Der Rat, den der Autor mir gibt, ist: Streben Sie den Zustand der heiteren Gelassenheit an. Ja, und wieder war es so, ich habe mir gedacht, naja, das hört sich gut an, wenn man so heiter und gelassen ist, das muss toll sein. Ja, aber wie man das machen kann, da war das Buch zu Ende und das hat er auch nicht geschrieben. Es gab dann schon so Bücher über NLP, diese neurolinguistische Programmierung, kennt vielleicht der eine oder andere. Hat auch schon mal interessant geklungen und war nicht schlecht. Was mir allerdings eher wieder zurückgeworfen hat, das waren so Bücher über positiv denken. Also gerade aus Amerika war das damals so eine Welle, die rübergeschwappt ist. Man soll doch positiv denken und überall das Positive sehen. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Und da dachte ich so bei mir, ja, meine Frau hat mich verlassen. Was ist da positiv? Mein Sohn ist nicht mehr da. Mein Knie tut weh, der Rücken tut weh. Was ist da positiv dran? Hab danach Bücher über Yoga gelesen. Eins war recht interessant aus diesem Shivananda-Yoga. Die haben das auch schon ein bisschen oder sehr systematisch aufgegliedert in verschiedene Bereiche, die es so gibt und um die man sich kümmern soll. Eins war die Ernährung, Meditation, natürlich die Asanas, wie man so kennt, waren dabei. Und sogar Reinigung, das hat dazugehört. Alles recht interessant. War auch sofort begeistert, wie ich gehört habe, vegetarische Ernährung, da müssen keine Lebewesen mehr sterben wegen mir. Von einem Tag auf den anderen sofort aufgehört, alles Fleisch weggelassen. Besonders natürlich in der Kantine. Und ich hatte das Glück bei Siemens, die haben eine recht gute Kantine mit einer großen Auswahl. Und da gab es auch schöne, gute vegetarische Gerichte. Salate gab es auch, sehr schön. Wir sind da aber immer so in so einem Kollegenkreis zum Essen gegangen. Und die erste Frage war natürlich immer, warum isst du kein Fleisch? Ja, und ich natürlich gleich in meiner missionarischen Energie, wie ich so voller Yoga war, habe versucht, denen beizubringen, dass das einzig Wahre ist. Man darf kein Fleisch essen, das ist ungesund und das ist ethisch, die Tiere müssen sterben und leiden und ganz schlimm und habe da immer versucht, die anderen zu überzeugen. Die haben sich dann wieder angegriffen gefühlt, wenn ich sage, das ist ungesund, Fleisch zu essen, ja, dann müssen die sich verteidigen und sagen, warum es gut ist, Fleisch zu essen. Na, jeden Tag in der Kantine ging es dann ein Streit um Fleisch oder nicht Fleisch. Und das habe ich einen Winter mitgemacht. Wenn ich heimgekommen bin zu meiner Mutter, war es natürlich das Gleiche. Meine Leibspeise, ein Kartoffeleintopf mit Würstel drin, habe ich die Würstel rausgefischt. Und sie natürlich auch, mein Bub, was machst denn du? Du fällst ja vom Fleisch. Und ja. Und dann war es sogar kurz vor ihrem Geburtstag, also am 2. April hat sie Geburtstag, dann habe ich gedacht, also das bringt es auch nicht da, dieser Streit. Und irgendwie kränklich war ich auch, dann habe ich das auch wieder sein lassen. Habe wieder Fleisch gegessen. Dann Meditation war noch recht interessant aus dem Yoga. Die haben in dem Buch ist diese transzendentale Meditation empfohlen worden. Also wo man Mantra hernimmt, ein Wort. Ich habe damals das Soham genommen und immer dieses Wort wiederholt und das einige Zeit macht und seinen Geist damit beruhigen soll und an nichts mehr denken. Ich habe mir sogar so eine schöne Holzkette gekauft. Die habe ich sogar noch irgendwo daheim rumliegen. Jetzt habe ich es heute leider nicht dabei. Und da sind 108 Holzperlen auf einer Kette. Und man tut mit jedem ein Ausatmen, tut man die Perle eins weiter. Und wieder weiter. Und wenn man dann einmal rum ist, dann ist das quasi so eine Art Zeitmessung. Ja, und für mich als Ingenieur war das natürlich einmal die Erfolgsmessung. Nach einer Runde, habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Und natürlich habe ich es nicht geschafft. Die Gedanken, die kamen trotzdem irgendwann einmal wieder her. Und ich habe mich furchtbar geärgert. Und jetzt aber nochmal und dann noch eine Runde. Das muss doch gehen. Und also die paar Perlen später, dann kamen halt die Gedanken wieder und egal. Und wenn ich mich noch mehr angestrengt habe, dann hat es eher noch weniger funktioniert.
Ja, hat alles nicht richtig funktioniert. Ja, im Jahr 2000, also 10 Jahre danach, kann man sagen, war dann der nächste Meilenstein, wo es dann schon langsam interessant wurde. Ich bin in ein neues Projekt gekommen und der Projektleiter hatte kurz vorher einen Retreat gemacht, einen Zen-Retreat, ein ganz strenges Meditationsretreat. Und wie er zurückkam, dann hat er ganz frisch und frei hat eine Menge davon erzählt, was er da gelernt hat und wie toll das Retreat war. Und Zen ist ganz was Tolles. Allerbeste war schon, wie er sagt, Leben ist Leiden. Da dachte ich, ja, endlich einmal einer, der sagt das. Ich habe die Bücher aber positiv denken, die habe ich gleich in den Speicher geworfen oder in den Keller. Endlich sagt einmal einer, was wirklich ist. Gell? Leben ist Leiden. Jo. Und das Schöne, er macht halt dann weiter, eben der Buddha, sind ja die 4 edlen Wahrheiten, die kennt er sicher, sagt dann eben auch, dass das Leiden Ursachen hat. Und ich sage, jawohl, richtig, recht, hat er. Meine Frau mich verlässt, na klar, ist der Leiden. Logisch. Abgehakt. 3. edle Wahrheit, ja, dass eine Befreiung möglich ist, wenn die Ursachen verschwinden, verschwindet das Leid. Da war es schon ein bisschen komischer, weil sie hat mich verlassen, dass sie wiederkommt, das war unwahrscheinlich. Sie hat zu dem Zeitpunkt auch schon wieder geheiratet. Und dann, zum Glück gab es die 4. edle Wahrheit, dass er schreibt, es gibt den edlen 8-fachen Pfad. Und das klang dann schon mal interessanter. Und 8 Dinge, das ist überschaubar. Und das hat mich schon mal sehr neugierig gemacht. Und wir haben uns viel unterhalten, also mein Projektleiter und ich, oft abends, wenn wir so in der Wirtschaft, beim Saufen waren, wie man so schön sagt, ein Bier nach dem anderen und über Zen philosophiert. Alles ist leer. Natürlich, wenn das Bierglas leer war, das war auch eine Leere. Und also gerade über Leere, da hat sich sehr viel gedreht und bis spät in die Nacht rein. Aber so richtig klar waren ist mir das nicht. Alles ist eins, alles ist leer. Also ich wusste, irgendwie bin ich nah dran, aber na, so ganz noch nicht. Was schon mal recht gut war, das war die Art der Meditation, die er so erzählt hat, dass man eben die Gedanken als Objekt hernimmt von der Meditation und nicht mehr irgendwelche Holzperlen oder so. Und da war jetzt so für mich das Pfiffige, das vorher dachte ich immer, wenn so ein Gedanke kommt, der stört jetzt und der muss weg. Und dann, wenn ein Gedanke kommt, ist, dachte ich, hey, ein Gedanke, toll, habe ich was zu meditieren. Und habe mir den Gedanken so angeschaut. Und lustigerweise ist dann schwuppdiwupp, hat sich der aufgelöst und war wieder weg. Er ist zwar dann auch gleich wiedergekommen, weil so schnell geht es dann auch nicht. Also gerade dieses, sie hat mich verlassen und ich bin schlechter Vater und dieses alles kam immer wieder. Aber das Schöne war eben nach so einer Meditationssitzung, ich habe das Gefühl gehabt, da kommen die Gedanken. Und ich habe das erste Mal, habe ich so den Unterschied gefühlt, nicht ich bin schlecht und ich bin einfach so, sondern hey, da kommen Gedanken über Vater sein, über Ehemann sein, naja, die kommen, interessant, wo kommen die eigentlich her? Die gehen auch wieder, die Gedanken, die lösen sich ja wieder auf. Und habe da so einen Abstand gekriegt zwischen diesen schrecklichen Gedanken und was auch immer dieses Mir ist, aber die waren dann nicht mehr gar so erdrückend. Das war wie eine kleine Befreiung, war das damals schon. Ja, trotzdem war es noch nicht alles andere wie einfach in meinem Leben. Gerade vielleicht auch, weil ich so viel gelesen habe, da waren so viele widersprüchliche Sachen und so verschieden, also das war ziemlich verwirrend. Und ich war aber trotzdem Stammkunde weiterhin beim Hugendubel. Und dann ist mir dieses schöne Buch in die Hände gefallen. Also die 5 Pfeiler der Weisheit, Liebe, Achtsamkeit und Einsicht. Der buddhistische Weg für den westlichen Menschen. Und der Hauptteil von dem Buch sind eben unsere 5 Achtsamkeitsübungen. Und wie ich die gelesen habe, es war damals noch die alte Version, die war noch etwas kürzer,
Habe ich aber sofort gewusst, wow, das ist es. Da ist eine Orientierung da, das ist realistisch zum Umsetzen, das ist nicht gar so weit weg, aber doch ein bisschen anspruchsvoll. Das ist eine tolle Sache. Ja, man sieht auch, was hier alles so drin hängt und Blätter, also da habe ich mich heftig damit beschäftigt. War unheimlich interessant. Und habe das natürlich auch gleich umgesetzt in die Praxis. Das erste war entsprechend der ersten Übung, dass ich wieder aufgehört habe, Fleisch zu essen. Klar, nicht töten und nicht zulassen, dass andere töten. Aber der Riesenunterschied war eben, wenn ich dann in die Kantine gegangen bin, da gab es dann auch die vierte Achtsamkeitsübung. Liebevolles Sprechen und achtsames Zuhören. Und dann habe ich schon mal nicht mehr versucht, meine Kollegen zu überzeugen, sondern wenn sie mich gefragt haben, warum, habe ich gesagt, aus ethischen Gründen und das war's. Thema Gesundheit, das habe ich ganz weggelassen. Das habe ich gemerkt, das bringt immer Streit. Und dieser Slogan, aus ethischen Gründen, habe ich gemerkt, da fühlt sich ja niemand angesprochen. Wenn ich so sage, ich will keine Tiere töten oder ich will nicht, dass wegen mir Tiere leiden, das weckt gleich so einen Widerspruch. Und ich war damals ein Mitglied bei diesem Vegetarischen Bund Deutschland, WEBU, und die haben in einer Zeitschrift so diesen Tipp gegeben. Man soll doch einfach sagen, aus ethischen Gründen. Ja, das hat recht gut funktioniert. Ich habe mit dieser vierten Übung habe ich nicht mehr das Bedürfnis gehabt, jetzt andere Leute da unbedingt zu missionieren. Und das war wunderbar. In kürzester Zeit hat dann jeder gewusst, naja, der isst halt kein Fleisch und passt schon. Ne? Also wunderbar. Und so kam halt eins zum anderen, so diese Erfolgserlebnisse, wo ich so, hey, das funktioniert ja, was der Thich Nhat Hanh da schreibt, toll. Da habe ich mich so durchgearbeitet durch die Achtsamkeitsübung. Und am schlimmsten war natürlich die fünfte Achtsamkeitsübung. So der Konsum, dass man den achtsam macht, ja, das ging ja noch. Aber er hat auch klipp und klar reingeschrieben, ich bin entschlossen, keinen Alkohol zu mir zu nehmen. Dann habe ich lang hin und her gelesen und hinten waren noch ein paar so Kommentare dabei und ob er das nicht vielleicht so ein bisschen aufgeweicht hat hinten irgendwie, so ein kleines Hintertürchen. Aber nö, da war kein Hintertürchen. Aber es war dann schon zu der Zeit, wo ich so viele Erfolgserlebnisse auch schon gehabt habe durch das Umsetzen von Thais Büchern, dass ich mir gedacht habe, naja, wird schon einen Grund haben, dass er das sagt. Und habe dann immer öfters einmal auch wirklich darauf verzichten können. Und nicht nur so, dass man sagt, ja, jetzt unbedingt, jetzt zwinge ich mich dazu, sondern auch so aus der Einsicht raus. Da gibt's Leute, den Thai und der Buddha, die mir ganz liebevoll die Empfehlung geben, nö, trinke nichts. Ja, und diese Tage, die haben mir dann auch sehr gut getan. Das Interessante war vielleicht auch, dass auch in der Meditation, dass es noch schöner und intensiver war. Vielleicht auch klarer, weil der Kopf klarer war dadurch. Also so kam wirklich eins zum anderen. Ich bin zum Glück weiterhin zum Hugendubel gegangen und habe dann das nächste Buch ausgegraben. Das war für mich so also richtig der Durchbruch überhaupt, kann ich sagen. Und darum tue ich ja nach wie vor oder bis jetzt bei jedem Vollmondfest oder egal wo auch immer, wenn einer fragt, was für ein Buch kannst du mir empfehlen, dann sage ich, dieses Buch kann ich empfehlen. Das heißt, Thich Nhat Hanh, jeden Augenblick genießen. Übungen zur Achtsamkeit. Und das Buch geht los mit so einem kleinen, kurzen, einführenden Teil, wo er die Grundlagen mal kurz erklärt und insbesondere eben dieses Intersein. Das möchte ich dann auch kurz vorlesen. Und danach kommen dann ganz praktische Übungen fürs tägliche Leben, die man wirklich konkret umsetzen kann. Und jetzt würde ich gerne aber das kurz mal vorlesen, weil das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Thai eben über Intersein. Intersein beschreibt die Lehre des Buddhismus,
dass nichts über ein eigenständiges Selbst verfügt, sondern alles mit allem verbunden ist. Wir können nicht aus uns selbst heraus existieren, weil wir mit allem, was existiert, verbunden sind. Betrachten wir beispielsweise eine Sonnenblume. Dann können wir sehen, dass sie aus Nicht-Blume-Elementen zusammengesetzt ist. So lässt sich der Sonnenschein in ihr finden. Wir können ihn nicht aus der Blume entfernen, denn ohne die Sonne könnte die Blume nicht existieren. Wenn wir weiter in die Blume hineinschauen, dann können wir die Wolken sehen. Ohne Wolken gibt es keinen Regen, und ohne Regen könnte nichts auf diesem Planeten wachsen. Also ist es für uns unmöglich, die Wolke aus der Blume zu entfernen. Ja, und wie ich das so gelesen habe und mit dieser ganzen Vorbereitung, da ist es mir auf einmal so richtig wie Schuppen aus den Haaren oder aus den Augen gefallen. Und natürlich eben auch das Verhältnis mit meiner Ex-Frau, wo ich vorher gedacht habe, ja, sie, das ist mein Feind und ich muss überlegen, wie kann ich sie lieben, und wir waren absolut getrennt. Ist mir immer mehr klar geworden, es ist ja gar nicht so. Und speziell das Thürl war unser Sohn. Ich habe einfach gemerkt, sie ist die Mutter von unserem Sohn. Und ich bin der Vater von dem Sohn. Und ich möchte, dass meinem Sohn gut geht. Und wenn es ihr gut geht, dann überträgt sich das auf unseren Sohn. Und dann geht es ihm gut. Und so über diese Schiene bin ich immer mehr draufgekommen. Ja, wir sind ja gar nicht getrennt. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Auch jetzt und auch die Zukunft, der Sohn wird unser Sohn bleiben die ganze Zeit lang. Also es gibt gar nicht diese Trennung. Und das war für mich so diese Tür, wo ich gemerkt habe, das, was in der Bibel steht, ja, deine Feinde sollst du lieben. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, meine Frau ist ja mit mir verbunden, da war das dann ja praktisch der Einstieg, dass ich gemerkt habe, hey, also langsam hat der Hass abgenommen. Es ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen, aber das hat abgenommen, das hat sie dann wohl auch mitgekriegt und dann ist auch von ihrer Seite ist es angenehmer worden und so über die Monate, Jahre weg hat sich das dann dermaßen gebessert, also dass es fast unbeschreiblich ist. Also mittlerweile wir helfen uns gegenseitig, wenn was ist. Da habe ich später, möchte ich noch ein bisschen was im Detail dazu erzählen. Aber das Verhältnis, das hat sich drastisch geändert. Ja, zu dem Zeitpunkt war es so, ich habe dann noch die anderen Übungen ausprobiert aus dem Buch. Speziell eine, wo es darum geht, unangenehme Dinge zu machen. Es gab da ein schönes Gatha. Ich habe ja damals angefangen zu campen am Ammersee mit meinem Wohnwagen. Und da war natürlich Geschirrspülen, ich hatte musste mal von Hand Geschirrspülen und Toiletten leeren und so Sachen. Und da gab es ein schönes Gatha, das möchte ich auch gern vorlesen. Und zwar geht es ums Geschirrspülen. Geschirrspülen ist wie einen kleinen Buddha baden. Das Profane ist das Heilige. Der Geist des Alltags ist der Geist Buddhas. Ja, und das habe ich nicht nur beim Geschirrspülen ausprobiert, sondern die schärfste Übung war eben das Toilettenausleeren. An sich eine tolle Sache im Wohnwagen, wenn man Toilette hat, wenn man in der Nacht oder in der Früh mal muss, zack, rein und erledigt. Ja. Bloß der Haken ist, das ist so ein Behälter und da geht es zwar oben rein, aber es geht nirgends raus. Ja, und irgendwann ist der Behälter voll. Und speziell im Sommer kann man sich vorstellen, auch wenn man da so Chemie und so reinschüttet, das riecht natürlich nicht gerade angenehm. Und jetzt muss man da, wenn eigentlich ein schöner Tag ist, wo man irgendwas machen könnte, diesen Behälter da in so ein Wägelchen und muss zu so ein Chemieklo und da muss man das rüberhieven und da reinschütten. Und da läuft natürlich diese, ja, ich möchte es nicht weiter beschreiben, man kann es sich vorstellen, das läuft da rein, man sieht es und man kann es riechen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt probiere ich mal aus die Übung vom Thai. Jetzt machst du das einmal alles ganz achtsam. Ich habe dann ganz achtsam den Deckel aufgemacht, diesen Behälter rausgenommen, in das Wägelchen gelegt
Bin danach bewusst langsam mit diesen Handwägelchen dann über den Platz gegangen, eben zu dieser Chemietoilette hin. Dann wurde es langsam spannend, weil dann diesen Behälter rausheben und ganz achtsam den Schraubverschluss aufmachen. Und dann kommt meistens schon die erste Duftwolke, kommt dann raus. Und dann den Behälter reinleeren ins Klo. Und das war normal immer das Allerschärfste. In dem Moment habe ich das einfach gemacht, habe gemerkt, das stinkt. Habe wieder zugemacht, da muss man mal Wasser reinlaufen lassen. Den Schraubverschluss wieder zu, schütteln und nochmal ausleeren und das 2-3 Mal machen. Und ich habe das ebenso gemacht, wie der Teil das beschreibt. Und ich habe hinterher, wie ich das wieder reinlege, diesen Behälter, da habe ich dann so ein richtiges Glücksgefühl gespürt, weil das war das erste Mal seit über 10 Jahren, wo ich nicht immer in der Vergangenheit war, meine Frau hat mich verlassen, das ist alles so schrecklich, oder in der Zukunft, wie wird das weitergehen, was wird noch alles werden, sondern ich war auf einfach nur hier und jetzt. Ich habe das gemacht, was anliegt, was Sache ist, den Geruch habe ich wahrgenommen, so wie er ist, und ich war so glücklich, also wenn mich da einer gesehen hätte, wie ich da aus dem Chemieklo rauskomme und strahle ums ganze Gesicht, der hätte sich gedacht, also, das ist schon eigenartig. Ja, und die dritte große Empfehlung, die ich so von Thich Nhat Hanh mitgenommen habe, die war das Thema Sangha. Ich habe bis dahin, außer mit meinem Projektleiter, der dann allerdings auch als Projekt verlassen hat, habe ich nicht einmal mit jemandem geredet über das Thema Buddhismus. Also das war völlig geheim. Meiner Mutter hatte ich es mal erzählt, die hat gesagt, um Gottes Willen, erzähl das bloß der Verwandtschaft nicht, die dürfte das gar nicht erfahren. Bloß nicht. Und auch Kollegen, niemand habe ich erzählt davon. Und dann schreibt der Thai überall und immer wieder Sangha und wie wichtig Sangha ist. Ja, und zu dem Zeitpunkt war zufällig, das war 2007, war der Thich Nhat Hanh auf dem Tag der Achtsamkeit in Hohenau. Es gab zwar auch ein Retreat, aber das war mir noch nicht so ganz geheuer, da mit so vielen Leuten, eine ganze Woche da, um Gottes Willen. Aber so ein Tag, und da dachte ich mir, wenn's nichts ist, ich kann da sofort wieder ins Auto steigen und davondüsen. Also den einen Tag, den könnte ich mir riskieren. Und habe ich mich da angemeldet. Ich habe heute noch die Eintrittskarte im Wohnwagen hängen, das war der 16. Juni 2007. Ja. Habe ich da zu einem, was mich sehr beeindruckt hat, das war die Gehmeditation. Es waren 700 Leute und wir haben uns getroffen in der Wiese hinterm Haus, wer das kennt. Da hatten sie frisch gemäht, außenrum eine Runde, das gemähte Gras, das ist noch so dagelegen, hat wunderbar geduftet. Und dann haben die 700 Leute, waren da in so einem Pulk zuerst zusammen und der Thai ist dann vorne wegmarschiert. Aber marschiert kann man schon gar nicht sagen, ihr kennt es ja, ganz langsam. Und ich bin irgendwo weiter hinten gestanden, also im Moment war die Gehmeditation noch überhaupt kein Gehen, sondern man ist erst einmal nur gestanden. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis sich die 700 Leute so langsam so eingruppiert haben und wie man da so um diese eine Wiese rumgegangen ist. Und ich habe mir bis dahin noch überhaupt nicht vorstellen können, wie man überhaupt meditieren können soll beim Gehen. Also entweder gehen oder meditieren. Sitzen eben, Augen zu und diesen da. Aber im Gehen habe ich mir gar nicht vorstellen können. Hat auch schon von ihm in einem seiner Bücher dieses wunderschöne Gatha gelesen. Ein, aus, tief, langsam, ruhig, leicht, lächelnd, frei. Dieser Augenblick, wunderbarer Augenblick. Und wie es dann ans Gehen ging, habe ich mir dieses Gatha immer so vorgesagt. So bei jedem Schritt einatmen, ein und ausatmen, aus. Und ja, ich war vielleicht so dreiviertel rum. Auf einmal habe ich gemerkt, hui, das klappt ja tatsächlich. Und das Schönste war dann zum Schluss, auf einmal, ich war so in mir versunken, auf einmal war vor mir überhaupt keiner mehr. Das war schon in der Nähe von der Essensausgabe, also ich glaube, da sind alle schnell verschwunden dann. Ich habe das gar nicht mitgekriegt und dachte, ich stehe da oder ich gehe da allein, bis ich mich dann umgedreht habe und da waren immer noch, ich weiß nicht, 100, 200 oder Leute waren da hinter mir. Also ganz leise, ganz achtsam
hinter mir dahergegangen. Das war so ergreifend, so berührend. Also das spüre ich heute noch, dieses Gefühl. Ja, und erst recht, wie wir dann das Essen genommen haben. Achtsames Essen ist ja auch eine der Übungen. Dann haben 700 Leute haben sich da Essen genommen. Lasagne gab es damals. Sind dann in das Bierzelt rein, wo ich normal ganz andere Assoziationen habe mit dem Bierzelt. Haben das Essen vor sich hingestellt und gewartet. Und erst, wie dann Thai angefangen hat, dann haben alle gleichzeitig das Essen angefangen. 700 Leute in einem Bierzelt. Und das war auch was, das hat so einen Eindruck auf mich gemacht, dass ich gemerkt habe, das ist so toll, wenn andere Leute eben ja mit dir praktizieren, sagt man heute. Vorher nur geheim im Wohnwagen, ganz versteckt, gell? Und da so eine ganze Gruppe, keiner fragt mich, warum isst du vegetarisch, die essen alle vegetarisch. Und alle essen achtsam, in Schweigen auch, also das war so ein tolles Erlebnis, wunderbar. Und eben wieder, so ich als Ingenieur auf meiner Liste abgehakt, wieder was, wo ein Rat, wo eine Methode vom Thai einfach funktioniert. Also wo ich wirklich umsetzen konnte. Und das hat immer mehr Spaß gemacht. Ja, und das Ü-Tüpfelchen an dem Tag, das war dann allerdings die Schwester Chang Kong. Die hat nach dem Essen erst einmal Tiefenentspannung gemacht. Und dann sagt sie so, jetzt fängt man Singen an. Weil nach der Entspannung ist man so müde und jetzt soll man munter werden. Und sie erzählt dann immer noch so ein bisschen vorne weg. Sie hat das Lied da gebracht, I Feel Happy. Und da geht es darum, über so verschiedene Sachen, die man halt ungern macht oder die einfach einen ärgern. Wie zum Beispiel, die Mönche und Nonnen sind ja immer zu zweit oder mehrere noch in einem Schlafzimmer, wenn der Mitgenosse oder Genossin dann eben schnarchen tut in der Nacht. Und sie sagt, ja, wenn die Dharma Sister is snoring. Und die Leute haben gelacht alle und hat gesungen eine Strophe. Und immer vor jeder Strophe hat sie wieder vorher erklärt, um was da jetzt geht um der Strophe. Und es kam natürlich auch eine Strophe über Toiletten vor. Also im Plum Village, so müssen die Toiletten, ich weiß es nicht, die müssen irgendwie nicht so absolut hygienisch gewesen sein zu dem Zeitpunkt, sage ich mal. Da hat sie sich ein bisschen mokiert. Aber eben gesagt, und das war eben die Quintessenz von dem Lied, wenn man tief schauen tut, dann fühlt man sich trotzdem happy, also glücklich. Auch wenn der Dharma-Bruder in der Nacht schnarcht oder wenn die Toilette stinkt oder was auch immer. Und sie in ihrer Art mit diesem Gesang und das so lustig rüberbringen und singen, also Zen und Meditation, das hat für mich, also es war das absolute Gegenteil wie Singen und Musik machen. Und sie hat das so wie selbstverständlich einfach verbunden, eins mit dem anderen. Noch ein Punkt mehr, wo ich dachte, wow. Und man sieht jetzt schon, ich habe die Gitarre hier liegen, also das hat mich weiterhin begleitet. Jo, das war mein Einstieg ins Thema Sangha. Es war halt nur ein Tag. Und als Internetfan bin ich natürlich gleich ins Internet gegangen und mal geschaut, ob es nicht auch eine Sangha vielleicht in München gibt. Ja, und mein Vorgänger sozusagen, der Robert Langer, der hat eine wunderschöne Seite damals gestaltet und vor allem, die mir so gefallen hat, die tabellarisch sortiert war, einfach nach Zeit sortiert. Und da war gleich das nächste Ereignis, das ich gefunden habe, war das Vollmondfest 2007 im Westpark. Und ja, gleich einen Terminkalender angestrichen und da gehst du mal hin. Ja, an sich war schon mal ganz nett, diese Pagode ist ja wunderschön und unten diese Bücher. Also ich habe gar nicht gewusst damals, dass der Thai so viele Bücher geschrieben hat. Und ja, und das allererste war dann, da ging es ein Stockwerk höher, da gab es einen Vortrag. Und den Vortrag, den hat unsere liebe Ilona gehalten und es ging über das Thema Freude. Ich bin leider ein bisschen später hoch, weil ich wusste nicht, dass der Andrang da so groß ist. Da war nur noch ein Platz frei und der war dann direkt vor dir, der Platz. Da habe ich mich ja da hingesessen. Und ich habe schon gewusst, aus der DBU-Zeitschrift, dass eben Karl Schmidt, als der verstorben war vor kurzem. Und da dachte man, um Gottes Willen, und die Ilona, die soll jetzt einen Vortrag über Freude halten. Also bin ich ja mal gespannt. Und war dann aber schon nach kurzer Zeit, also habe ich richtig gemerkt, und vielleicht auch, weil ich so nahe dran gesessen bin,
dass sie nicht nur so einen theoretischen Vortrag hält, wie sollte Freude sein und was wäre das, sondern so richtig aus voller Leib und Seele diese Freude rübergebracht. Und das war bei mir wieder so ein Steinchen, wo ich gemerkt habe, hey, diese Sangha, das ist nichts Theoretisches, wo man irgendwelche Theorien sich überlegt, sondern das kann tatsächlich was bewirken. Und wenn es bei sowas Drastischem bewirkt, wenn der Mann stirbt, ja dann erst recht nach einer Scheidung oder wenn das Knie ein bisschen wehtut. Ja, und wie ich unten war, habe ich mich dann noch ein bisschen unterhalten. Da war die Lilly auch damals da an dem Büchertisch. Und die hat so ganz unverbindlich mal gesagt, ach, schau doch mal vorbei, am Montag, da treffen wir uns. Also es lohnt sich, Montag 19 Uhr, BMW Nachbarschaftsforum. Ja, und das habe ich danach gemacht. Und seitdem bin ich fast jeden Montag da. Ja, zum Thema Sangha noch, was mir auch dann sehr viel geholfen hat, speziell in der Beziehung zu meiner Ex-Frau. Das war dann hier, glaube ich, sogar in den Räumen. Da hat der Robert Lang einen Vortrag gehalten, wo es um das Thema Ego ging. Und unter anderem hat er da aber auch erwähnt, das Thema Rollen und dass viele Menschen eine Rolle spielen und das war dann Thema. Und danach gab es noch eine Gesprächsrunde, da war ich in der Runde von der Sabine und die hat das noch ein bisschen vertieft und immer so Fragen gestellt, die einfach anregen zum Nachdenken. Und das hat bei mir so verschiedene Steine ins Rollen gebracht und eben auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich habe damals, und das war doch schon das Jahr 2000, 2007, also 17 Jahre quasi nach der Scheidung, ist mir dann bewusst worden, warum ich damals nicht über Gefühle sprechen konnte. Und das war einer der großen Punkte, wo Probleme gemacht hat mit meiner Ex-Frau. Sie wollte mit mir sprechen über Gefühle, ich konnte einfach nicht. Ich habe mich immer gesperrt dagegen, wusste aber auch nicht warum. Und nach dem Vortrag ist mir klar geworden, ja, ich habe damals genau eine Rolle gespielt. Ich habe die Rolle gespielt von einem starken Mann, wo sie sich anlehnen kann und ich weiß, wo es lang geht und alle Probleme kann sie auf mir abladen. Und ich selber erzähle aber nicht vom Problem, weil ich bin ja der Starke. Und da habe ich damals wohl irgendwie gemerkt, wenn ich einmal erzählen würde, dass ich Probleme habe, und hatte ich sehr wohl, also mit einem kleinen Kind und den Schulden von der Eigentumswohnung, habe ich durchaus Probleme gehabt, aber ich habe mich nicht traut, darüber zu sprechen. Ja, und an dem Tag ist mir eben klar geworden, dass genau das war die Ursache. Ich habe diese Rolle gespielt und dadurch war ich so gefangen in mir selber und konnte einfach nicht raus. Ja, und die Erkenntnis, die war dann wirklich so das letzte i-Tüpfelchen noch in einem doch ziemlich langen Prozess. Also über mehrere Jahre, wo sich das Verhältnis also um 180 Grad gedreht hat zu meiner Ex-Frau. Immer mehr haben wir uns damals schon geholfen und helfen uns immer mehr. Ganz besonders hat sie mir auch geholfen, wie da mein Bruder gestorben ist in dem Jahr. Die hat mich so getröstet wie kein anderer Mensch. Er hat mich jeden Tag angerufen, hat sich gekümmert um mich. Wie dann einer mein Vater gestorben ist, ist sie mitgegangen zur Beerdigung. Ich musste die Wohnung auflösen, das war schrecklich. Da war sie dabei. Und die Leute um uns herum haben schon gedacht, wie kann das sein? Deine Ex-Frau, die geht da mit. Und also wie kann das nur sein? Ich habe ihr auch geholfen. Wir haben oft miteinander telefoniert und uns ausgetauscht. Es war alles nicht einfach. Aber wir haben uns nicht mehr bekämpft, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben uns geholfen, wir haben uns unterstützt, wir haben uns, auch wenn es nur zuhören ist, wir haben uns zugehört, wenn der andere Probleme hat. Und ja, in dem Jahr war vielleicht sogar noch da das i-Tüpfelchen, da haben wir sogar ein Lied zusammen geschrieben. Das kann ich auch anders mal dann vorsingen. Das heißt, Carpe Diem, nutze den Tag. Da hat so sie ein bisschen was vom Text her und Melodie und ich habe eine ergänzende Melodie. Aber das ist vielleicht so ein Zeichen, dass wie zwei Leute doch zusammenspielen müssen, dass man auch ein Lied zusammen machen kann. So ein äußeres Zeichen. Und hat unheimlich Spaß gemacht.
Vielleicht kommt sie auch, also heute konnte sie nicht kommen, weil sie in Urlaub geflogen ist. Aber am 18. zum Maitreya-Fest kann sie eventuell kommen. Und dann werden wir auch das Lied zusammen dann singen. Ja, also das Verhältnis mit meiner Frau hat sich drastisch verbessert, auch mit meinem Sohn, das hat sich drastisch verbessert. Diese Langsamkeit, die habe ich eher als Lehrer gesehen von ihm, habe versucht, mich seinem Rhythmus anzupassen und eben nimmer noch schneller und das muss jetzt pressieren oder es pressiert jetzt. Dadurch hat sich auch das Verhältnis mit ihm dann gebessert und es kommt halt wie so oft eines zum anderen und man versteht sich besser und also da wird es immer besser. Im letzten Jahr war es sogar so, da hat es geheißen, er will in Bayern studieren und sucht eine Wohnung. Ich habe zuerst gesagt, nö, also Wohnung ist gut, aber bei mir nicht. Ich habe eine kleine Einzimmerwohnung und überhaupt, ich bin es gewohnt, allein zu leben. Und dann war ich zu dem Tag in Hohenau bei der Arbeitsmeditation. Und die Tara, die hat das so nett angeleitet, dass man eben beim Arbeiten eben im Hier und Jetzt sein soll und so. Und dann habe ich da diesen Boden gekehrt im Speisesaal. Und so fast mit jedem Kehren sind dann alle meine Bedenken, die ich gehabt habe, dagegen, dass mein Sohn bei mir einzieht, die sind auf einmal alle verschwunden. Und zum Schluss waren keine mehr da. Da habe ich sofort zum Handy gegriffen, habe ihm eine SMS geschickt, habe gesagt, du, wenn du magst, kannst du bei mir wohnen. Und kam sofort eine zurück, juhu, und er freut sich. Ja, und zurzeit machen wir lustigerweise sogar Wohnungssharing, weil er einen Studienplatz in Rosenheim hat. Jetzt ist er unter der Woche in Rosenheim und ich in München. Und wenn er von Rosenheim nach München kommt, dann bin ich am Ammersee draußen. Also jetzt sind wir zwar quasi in einer Wohnung, aber sehen tun wir uns trotzdem nicht. Höchstens, wenn wir uns wirklich verabreden. Und das tun wir schon nach. Ja, und quasi als Resümee von diesen 20 Jahren Weg habe ich hier so ein bisschen notiert für mich, also dass ich jetzt meine Gefühle im Wesentlichen wahrnehmen kann. Ich kann sie bewusst wahrnehmen. Ich kann auch darüber sprechen. Diese heitere Gelassenheit aus dem Buch habe ich auch hin und wieder schon mal. Nicht immer, aber immer öfter. Und diese Liebe ohne Schranken aus der Bibel und von Thay eben auch, habe ich vielleicht noch nicht zu allen Wesen, aber doch schon zu einigen Menschen. Und es werden immer mehr. Ja, und ich freue mich auch dabei, anderen Menschen auf ihren Weg zu helfen. Ja, bin Aspirant, Moderator, mache Mantraabende und so verschiedene Dinge. Ja, und schließen möchte ich den Vortrag jetzt mit einem kleinen Lied. Und zwar ist das ein Mantra, das ist mir letzte Woche erst eingefallen. Der Titel ist Liebe ohne Schranken. Also eben genau dieser Satz aus der Bibel, der mich quasi 20 Jahre begleitet hat. Und möchte euch, wie es üblich ist beim Mantra, auch herzlich einladen, alle dann mitzusingen. Das geht so, dreimal Liebe ohne Schranken, Liebe ohne Schranken, Liebe ohne Schranken und dann Liebe Intersein. Also um die beiden Wörter Liebe und Intersein so zusammenzubringen, weil das war für mich einfach der Schlüssel, der Durchbruch, dieses Intersein, um auf diese Liebe zu kommen mit allen Wesen. Ja, ich mache es so üblich, ich spiele eine Runde nur mit der Gitarre, dann singe ich eine Runde mal vor, so zum Zuhören und dann seid ihr eingeladen, wer und wann Lust hat, da mitzusingen. Es muss auch keiner mitsingen, man kann auch still das ertragen oder genießen, je nachdem. Und so ein Mantra, das geht also öfters wie dreimal, so vielleicht 2 Minuten oder so. Danach werden wir noch eine kurze Stille machen und dann wird die Madeleine die Glocke zum Abschluss einladen. Ja, Liebe ohne Schranken.
lieben.